Hey, da schreit jemand. Ei, Gute zusammen und herzlich willkommen zu Mischkas Urlaubs-Thriller-Video. Ich habe es so genannt, weil wir es so erlebt haben und ich es einfach so passend gefunden habe. Es schreit einfach so mega krass nach einem Plot für einen Rollenspielabend in Richtung entweder WoD Mortals oder irgendein Möchtegern-Detektiv-Abenteuer. Gut, jetzt ist Private eigentlich so dafür geeignet, weil es halt nicht 20er-Jahre-Style ist, aber super cool. Ihr habt bei dem anderen Video, wenn ihr es gesehen habt, mal hinten dran noch so einen coolen Turm, der total runtergekommen ist. Hier mal nach oben ein bisschen, was man hier alles so an Kulisse findet. Vielleicht gesehen, dass wir am Anfang, als wir hier ankamen, ich nenne es einfach mal nett, in einem unkomfortablen Zuhause waren. Also es war einfach der Lebensabschnittsgefährte von einer guten Freundin von Natascha, der da irgendwie in einem alten, baufälligen Häuserblock wohnt. Also alles kleine Einfamilienhäuser, in Anführungszeichen, also zwei Wohnungshäuser. Die sollten abgerissen werden, werden jetzt nicht abgerissen, weil dem Bauunternehmer das Geld fehlte. Und deswegen kann er dort leben, bezahlt nichts für Strom und für Wasser, was ich auch irgendwie strange finde. Aber egal, wenn man irgendwo umsonst wohnen darf, ist man nicht anspruchsvoll, deswegen habe ich einfach mal über das Waschen im Hof weggesehen und die total zerstörte Toilette und so weiter. Es war alles okay. Wie gesagt, wenn ich irgendwo Gast bin, verhalte ich mich den Umständen entsprechend. Und wenn die Umstände nicht so gut sind, dann schraube ich halt meine Ansprüche runter. Zum einen, wie gesagt, war es kostenlos und zum anderen war es halt Bekannte von meiner Frau. Gut, der Strange Art Teil des Urlaubs fing dann damit an, dass sie gesagt haben, na, wir haben jetzt hier noch einen Nachbarn oder einen Kumpel von ihm aus dem Dorf, der wohnt damit, ist arbeitslos, hat ein kleines Spielproblem, na, passiert halt, kommt ab und zu ein paar Zigaretten schnorren, haben wir dann mal so hingenommen, die müssen so leben, nicht wir. Und ja, Samstagabend war er dann irgendwie verschwunden und meinte, du darfst bestimmt wieder spielen. Da dachte ich, boah, wenn ich schon nichts drauf habe und gehe dann noch spielen, klar, ich könnte was gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Casino oder bei Leuten, die das öfter machen, richtig in die Glückstüte reingreifst, ist halt so gering. Ich drehe mich mal um ein bisschen Panorama drauf zu kriegen. Ja, dass du eigentlich so gut wie null Chance hast, da jetzt einen großen Fisch zu machen, aber die Hoffnung bleibt halt. Naja, gut, er kam dann irgendwie nächsten Morgen nach Hause, ganzen Tag nicht zu sehen, bis dann der Besitzer, bei dem wir gewohnt haben, gesagt hat, ja, gestern Monatsgehalt verloren. Dachte ich, boah, da wird die Laune schlecht sein. War sie dementsprechend auch. Wir haben dann das Essen, das wir gekocht haben, haben wir ihnen da was rübergebracht, dass die arme Sau was zu essen hatte. Also da bin ich ja auch jemand, der jemanden hängen lässt, auch wenn er durch eigenes Verschulden so sich ein bisschen reingeritten hat. Und ja, also hätten wir jetzt Questblock 1 oder Akt 1 ankommen in Bruchbude und dort leben, in den Umständen entsprechend, was noch nicht so super ist. Auf jeden Fall dann am Sonntagabend, nee, lass mich gerade überlegen, heute ist Dienstag, ja, Sonntagabend, kamen dann Kumpels zu dem und dann gab es drüben auf einmal Party, gute Laune. Ich so, boah, cool, was geht denn ab? Und ja, keine 10 Minuten später kam so eine richtig dicke Pottfahne rüber. Also die haben nicht gemütliche Tüte geraucht, die haben da richtig Material verbrannt. Ich tippe mal auf entweder eine fette Bong oder einen Eimer oder sowas. Wie dem auch sei, woher der Michael das weiß, ist uninteressant. Aber was man auch gehört hat, waren Karten, Chips und halt auf Spanisch Jubelrufe und ja, gute Laune. Dachte schon, boah. Wenn man das jetzt aus Spielleiteraugen betrachtet, habe ich jetzt einfach mal so getan, so wie ich bin. Und wenn ich jetzt der Besitzer dieses Casinos, Nachtclubs, was auch immer, wo auch immer er gespielt hat, wenn es halt irgendeine so Hinterhofbude wäre, und ich habe da so einen guten Kunden, der regelmäßig kommt und jetzt halt nicht die Mega-Gewinne bringt, aber 800 Euro an einem Abend an einem Kunden verdienen oder so ungefähr, so viel war es ungefähr, ist schon nicht ohne. Da würde ich jetzt ein paar Kumpels von dem engagieren mit Pott für 20 Euro, noch 50 Euro mitgeben und sagen, hier, stellt euch mal beim Kartenspielen blöd an, hat der gute Laune, dann ist der wieder motiviert weiterzuspielen, weil er mal wieder gewonnen hat. So war es vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hätte es so sein können. Er ist dann nächsten Morgen, ich bin früh aufgestanden, um nochmal zu lesen, super glücklich aus seiner Bude rausgekommen. Er hat dann immer nur Buendia gesagt, also kurz vor von Buenos Dias, und mir einen Daumen nach oben gezeigt, gezwinkert. Und das war halt an dem Morgen strahlend im Gesicht. Da dachte ich schon, yo, war ein guter Abend gestern. Oder hat sonst irgendwie einen Grund, sich zu freuen. Naja, war das Thema erstmal für mich gegessen.
Auch wenn ich halt weiß, naja, Einwanderer aus dem Land hat keine Aufenthaltserlaubnis, hat glaube ich gar keinen eigenen Pass von seinem Land, arbeitet hier nicht wirklich offiziell, spielt, raucht Pott. Wenn das irgendjemand der Polizei verrät, hocke ich wahrscheinlich mit drin, weil ich damit dabei war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es Ärger gegeben, was ich in meinem Urlaub echt nicht brauche. Wie dem auch sei, habe ich dann mal runtergeschluckt. Hab auch zu meiner Frau gesagt, na komm, es ist jetzt spät, die machen Party drüben. Wir beschweren uns mal nicht, der hat eine schwere Zeit. Vielleicht hilft sie mir. Wir am nächsten Tag unterwegs, uns die Gegend wieder ein bisschen angeguckt, abends zurückgekommen. Beziehungsweise nachmittags zurückgekommen und da kam er gerade mit zwei Kumpels da in den Hof durch die selbst geschweißte Metalltür, die einen super geilen Flair hatte, rein. Er hatte irgendwie zwei schwarze Müllsäcke dabei und einer von seinen Kumpel einen absolut nagelneuen großen Samsonite-Koffer. Die haben sie dann reingeschleppt. Dachte ich mir, also so Samsonite-Koffer sind ja jetzt nicht günstig. Wo haben die die her und warum bringen die die so schnell hinten rein? Und dann hast du auch die Tür zu, verriegelt, nichts mehr gehört. Dachte ich, okay, wieder Spielleitersicht. Wenn das jetzt mal nicht Beschaffungskriminalität ist, damit der, warum auch immer, an Geld kommt. War bis dahin nur eine Vermutung, beziehungsweise so dieser Mischka-Strickt-Spott-im-Kopf-Gedanke. Daraus wurde dann wieder ein bisschen mehr Ernst, als wir dann abends nach Hause kamen. Wir waren noch am Strand, im Café. Und haben uns dann hingelegt. Und ja, da saß dann unser ja, Vermieter, nenne ich es jetzt einfach mal. Also der hat eben der Teil des Hauses, den Teil des Hauses, wo wir waren, mit drüben bei seinem Kumpel, dem Spielschuldner. Haben sie da gequatscht und so. Und ja, der saß die ganze Woche jetzt in drüben. Was ist hier los? Aber hey, kann ja sein, dass sie da jetzt mal Lust drauf hatten. Wir hatten auch noch Bier gekauft und haben gedacht, na, wenn wir da schon umwohnen, dann können die sich wenigstens so eine schöne Zeit machen. Die 3,50 €, die hier 6 Liter Bier kosten, die waren mir echt Latte. Und wir legten uns gerade ins Bett um 10 Uhr. Alles dunkel bei uns. Die saßen drüben. Auf einmal hört man Geschrei von draußen. Und zwar nicht, hey, wir machen Party, wir kommen rüber, sondern allein von der Stimmlage, ohne dass ich die Sprache Spanisch wirklich einigermaßen beherrsche, war das echt aggressiv. Da ging mir schon so ein bisschen die Pumpe, weil ich bin da so ein bisschen Angsthase, muss das leider zugestehen. Ich habe dann mal genau hingehört, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, am Ton der Stimme erkennt man ja wirklich einiges. Das haben wir ja als Rollenspieler, denke ich, so ein bisschen Übung drin. Und habe dann erstmal gedacht, naja, was weiß ich, die werden wohl zu laut gewesen sein oder so. Aber als man dann von dem Ankommenden, dessen Stimme mir nicht bekannt war, keine wirklichen Grußworte, sonst irgendwie direkt Geschrei, Puter war zu hören und dann von ihm ein gerufenes Bum, Bum, Bum. Ich so, ist schon ein bisschen strange, aber hör mal weiter. Und dann bei dem Bewohnten, der halt sonst immer so richtig cooler Macho-Typ ist, also immer Herr der Lage, auch wenn er, naja, Nachtwächter ist, aber jetzt mal vom Job unabhängig, immer einen auf den Cool gemacht hat, so eine super besänftigende Stimme hatte und immer sagte, tranquilo, also ruhig oder beruhig dich und mañana, morgen. Okay, der ankommt und schreit, soll sich beruhigen und irgendwas wird morgen gemacht. Von dem anderen, der die Spielschulden hatte, war gar nichts zu hören. Da dachte ich schon, okay, ich kombiniere Spielleiter wieder Kombination. Da kommt jemand, der Kohle haben will. Der die Spielschulden hat, hat einfach nicht den Arsch in der Hose, mit dem selbst zu verhandeln. Also muss das der auch noch ältere Nachbar machen. Und ja, es wurde immer wieder laut zwischendurch, mal wieder leise. Hat man immer wieder den, wo wir wohnten, gehört. Tranquilo, mañana. Und da ja, sagte ich irgendwann zu meiner Frau, günstig wohnen, gut und schön, aber das hier ist mir zu heiß. Wenn der wirklich oder bei Mafia in die Hände geraten ist oder so. Und ja, da jetzt Tranquilo Mañana, also morgen Abend, sprich heute, das war ja gestern, irgendwelche Schläger auftauchen und Kohle haben wollen. Allein meine Kamera, die ich jetzt hier in der Hand halte, mit dem Funkmikro aus Japan. Gut, mein altes iPhone, da kriegt man nichts mehr dafür. Mein altes Galaxy 2 Tablet kriegt man auch nichts mehr dafür. Aber das ist auf jeden Fall schon mal zusammen das Geld, was er da wohl verloren hat, die 800 Euro. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, sorry, keinen Bock drauf, die abzudrücken, nur weil der Typ
nicht spielen kann oder spielsüchtig ist. Also sagte ich meiner Frau, Freundin, Mann von Freundin hin oder her, ich nehme euch schon mal den Turm mit, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf, zumal ja dieser Urlaub hier in Spanien, auf den ich mich vorher schon so riesig gefreut habe, ja zur Erholung dienen soll. Und wir jetzt 2 Nächte nicht geschlafen haben, beziehungsweise wenig geschlafen haben, weil die erste, weil es so laut war und nach Pott stunk wie die Sau, dass man einfach nur Kopfschmerzen kriegen konnte. Und die andere gestern hat einfach dann Kopfkino, was ist jetzt hier los, jedes Geräusch, was man draußen hört, dann hat noch irgendwo ein Hund permanent die ganze Zeit gebellt, was vorher nicht war. Irgendwann hat man dann, ich dachte, das ist eine Kettensäge, ne, das war dann Laubgebläse, hat eine Laubgebläse nachts um 11:30 angeschmissen. Aber das sind so die Schreckmomente, die man in Summe dann einfach denkt, das will ich in meinem Urlaub eigentlich nicht. Na, habe ich dann meine Frau überredet, hey, heute Morgen früh, wenn es hell wird, packe ich unsere Sachen, du kannst noch eine halbe Stunde länger schlafen. Wenn ich alles gepackt habe, bringe ich es ins Auto, dann wecke ich dich nicht mit einem Kaffee, dann fahren wir hier weg. Und das haben wir auch so gemacht, weil, ja, wie gesagt, als Deutscher hat man einfach irgendwie ein Sicherheitsbedürfnis, was mit solchen Szenen nicht ganz einhergeht. Also zumindest mein. Kann sein, dass ich da wirklich ein absolutes Pienzchen bin. Das spreche ich keinem ab. Da können vielleicht Leute von euch dabei sein, die da sagen, boah, da hätte ich Bock drauf gehabt, mal zu gucken, was da für Flachschippen anrücken oder wie Mafiosis in Andalusien aussehen. Ich wollte es einfach nicht rausfinden. Und dann haben wir unseren Kumpel Reinhold hier von der Casa Erika angerufen und sagten, hey, so und so sieht's aus. Ich weiß, du hast die Bude gerade voll mit Yoga-Leuten. Hast du noch einen Platz frei? Sagt er, ja, organisieren wir irgendwie. Das ist überhaupt kein Ding. Wenn ihr da Probleme habt, der fragte dann auch nach der Freundin von Natascha, ob die auch einen Schlafplatz brauchen. Da sagten wir, nee, die arbeitet ja die Woche über und wohnt dann bei ihren Arbeitgebern. Die ist da irgendwie so Hausdame. Und ja, dann sind wir hier angerückt. Erstmal, Natascha hat sich ordentlich ausgekotzt, weil die natürlich auch ziemlich geladen war über die Story. Er hat natürlich seine Witzchen gemacht, wie sie so halt so sind. Die älteren erfahrenen Russen oder Russlanddeutschen, auf jeden Fall war es lustig. Ja, wir haben jetzt ordentlich gekocht. Natascha wollte eigentlich noch zum Meer, das haben wir jetzt mal sein gelassen. Ich habe gesagt, lass uns mal oben zu dem Turm. Das ist so eine coole Kulisse, damit ich unsere schöne Urlaubsgeschichte erzählen kann, was ich jetzt gemacht habe. Ansonsten gehe ich nachher noch ein bisschen weiter die G7 lesen. Und ja. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Plot-Idee rausziehen können für euch. Ich werde da auf jeden Fall mal irgendeinen One-Shot zu machen. Vielleicht mit übernatürlichem Richtung Cthulhu oder ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, die Story war es mir einfach wert, erzählt zu werden, weil ich ja sonst nicht so der Geschichtenerzähler bin oder nicht so der Typ ist, der sich ganze Plots vorher überlegen kann wie andere SLs auf dem Pol. Aber naja, das wollte ich mit euch teilen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelacht dabei. Ansonsten habt ihr eine Lehre bekommen, wohnt nicht kostenlos in irgendwelchen Hinterhofbuden in Südspanien, sprich Andalusien, auch wenn man es euch anbietet. Das kann schwer nach hinten losgehen. Ansonsten, jo, danke fürs Zuschauen, danke fürs Nachschauen, beziehungsweise ihr schaut ja jetzt nur nach. Danke fürs Nachschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.